Einen wunderschönen, da bin ich auch wieder. Euer Odin mit einem Odin war Shoppen Spezial. Wie ihr gesehen habt, Odin war Shoppen Mind Factory oder Mind Factory. Mein PC ist endlich da. Ich habe mir auch schon was zurechtgepackt, was ich im letzten Odin war Shoppen mir schon geholt habe, um euch das noch zu erklären, warum und weshalb. Aber wir packen jetzt den PC endlich mal komplett aus. So, ich habe dann meine alte Windows-Tastatur noch rausgesucht. Die Maus habe ich dazu leider nicht mehr gefunden. Wegen ergonomisch. Und weil die schön leise ist. Zum Zocken habe ich dann aber noch die Hermes Gaming-Tastatur. Da kann man halt die Tasten austauschen und farbig machen. Und eine Gaming-Maus habe ich auch noch von. Und zwar die Zeus P1. Hatte ich ja schon mal Videos gemacht. Aber wenn ich die ganze Zeit da dran sitze und arbeite, dann möchte ich keine laute Tastatur haben. Dann habe ich mir eine Überspannungssteckdose geholt von Brandstuhl. Weil das Ding hat über 2000 Euro gekostet. Da will man dann natürlich auch ein bisschen Sicherheit haben. Wir werden nachher auch gleich alles anschließen. Und dann habe ich das schon vorbereitet für nachher, wenn wir gleich anschließen werden. Das ist einmal was für die Maus und einmal für vor der Tastatur, auch nochmal wegen ergonomisch. So, aber jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt sind endlich die beiden Kartons vom PC dran. Es sind zwei Kartons, jeweils 17,5 Kilo, hat mein Factory geschrieben. Oh, fangen wir mal mit dem hier einfach mal an. So, sicherheitshalber mal umdrehen hier. Oh Gott. Und nicht wundern, wenn ich schwitze, es sind über 30 Grad draußen und hier in der Bude sind es, was sagt mein Thermometer, 29 Grad. Und da öle ich gerade ganz schön weg, also von daher nicht wundern bitte. So. Ah, was haben wir denn hier alles Schönes drin? Oh, Schatz, siehst du? Jetzt, wo der Umzug alles schon fast erledigt ist, jetzt kommt das ganze gute Zeug. Legt das alles mal hier auf der Seite. Das kommt dann nachher in den gelben Sack. Aber erst, wenn ich das wieder aufmache, weil das ist jetzt einfach viel, 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 viel zu warm. So. Da habe ich mein... Achso, das ist... Ryzen, das ist das Board. Gaming Pro. Also ist natürlich alles verbaut. Ich guck mal rein. Nicht, dass sie mir das nicht verbaut haben. Nee, das ist verbaut. Haben sie Kartons halt alle mitgeschickt und die. Hier sind noch Kabel. Ich glaube Displayport-Kabel oder so. Das gucken, kann ich mir dann nachher angucken. Da ist auch vom Tower schon das alle drin. Haben sie alles hier schön zusammengemacht. Kann ich, das ist ganz gut, da kann ich euch nämlich auch zeigen, was alle drin ist. Wie gesagt, MSI Gaming Pro X470, das ist mein Mainboard, was drin ist. Das ist die Rechnung. Ah, hier ist meine Garantie. Ich habe auch eine Garantie bei Main Factory. Oh, ich öle weg, Leute. Ich öle weg. Oh, das ist nicht mehr auszuhalten. Ich muss mir eine Klimaanlage kaufen. Ich habe mir da auch schon was angeguckt. Oh Gott. Jetzt setze ich mich aber mal hin. Oh Gott, das ist schwer. Dann haben wir hier eine Logitech Soundanlage habe ich mir geholt, weil ich brauche ja Ton. Die Z333 habe ich mir geholt. Zwei Boxen mit Subwoofer und was zum Stellen, was ich mir oben beim Bildschirm hinmachen kann. Und da kann ich auch Kopfhörer anschließen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Oh, dann brauche ich nämlich die Kopfhörer nicht unten am Tower und am Tisch machen. Wenn ich die brauche, kann ich die einfach oben anschließen. So, Dark Power, be quiet. Und zwar, ja, noch Haufen Kabel hier drin. Was, haben sie das nicht verbaut? Oder, achso, die haben sie bestimmt nicht gebraucht, weil hier sind Haufen Kabel noch drin. Und was ist denn das? Ein An- und Ausschalter. Wozu ist das? Warum ist das nicht eingebaut?
Das ist, ich denke mal, das ist die Lüftersteuerung oder sowas. Ah nee, das ist irgendwas mit Klett oder so. Ah nee, so Klettdinger von Be Quiet, dass man die dann um die Kabel rummachen kann, dass die nicht so wahllos drin rumfliegen. Aber warum hier das Ding nicht an ist, weiß ich nicht. Also da kann man zusätzlich Lüfter anmachen oder so, keine Ahnung. Muss ich dann mal eine Anleitung lesen. Ich habe den Lüfter von Be Quiet, die Platinum-Version für 274 Euro oder irgend so was. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht im Kopf. 1000 Watt Be Quiet Dark Power Pro Platinum. Wie gesagt, ich mache unter Video mache ich sowieso noch einen Link. Da findet ihr dann die ganzen Artikel einzeln. Weil ich habe noch mal einen Warenkorb gemacht und da sind alle drin. Außer der Arbeitsspeicher von Corsair, den ich habe, bei mir eingebaut habe. Der ist da nicht mit bei, weil den gibt es momentan nicht. Aber sobald es den wieder gibt, werde ich nachrüsten. So, dann... die habe ich vergessen rauszunehmen. Ich wollte ja die 4 GB, die ich hier habe, aber jetzt habe ich halt hier 6 GB, weil die hatte ich beim Bestellen vergessen rauszunehmen aus dem Warenkorb. GeForce GTX 1060 und zwar die Phoenix Gaming Edition. Die habe ich. Weil, die hatte ich drin, weil Rudi gesagt hat, erstmal ganz liebe Grüße an Rudi und danke Rudi, dass du dir die Mühe gemacht hast, die die ganze Zeit mit mir hingesetzt und die Scheiße zusammengestellt. Weil die von den, oh Mensch, jetzt fällt das runter, von den GTX 1060, oh, Entschuldigung Leute, es ist einfach heiß und ich, ist das die schnellste. Deswegen haben wir die verbaut. Oh Gott, sorry, ich muss nochmal... Gott, ey, ist ja nicht normal hier. So. Dann kommt jetzt mein Bildschirm. Der sieht aber auch ein bisschen ramponiert aus. Ich hoffe, der ist noch ganz. Nicht, dass der UPS Mann, ganz schön rumrandaliert hat damit. Ja, habe ich dir da erzählt? Ich habe einen Curve. So, sorry Leute, ich muss jetzt mal Pappe wegräumen. So. Und zwar... habe ich ja dem einen oder anderen schon gesagt, ich habe mir einen 27 Zoll Bildschirm bestellt. Ich wollte halt nicht größer, weil dann wäre mein Arbeitsplatz komplett mit Bildschirm voll. Was er jetzt so oder so schon sein wird. Und das ist ein Samsung Curve Monitor und zwar der CF390. 27 Zoll sind 68,6 cm, der andere wäre 80, noch was. Und mein Arbeitsplatz ist aber nur 80. Und ein bisschen Platz links und rechts bräuchte ich schon. Aber ich will halt viel sehen. Deswegen halt 27 Zoll, macht sich halt beim Bearbeiten der Videos dann halt besser. Und Curve deswegen, weil mein Fernseher Samsung mich überzeugt hat, dass für mich nur noch Curve hier ins Haus kommt, wenn man lange und viel darauf guckt. Oh, Entschuldigung, Leute, ey. Oh, ist ja nicht normal. Wenn man lange und viel auf dem Bildschirm guckt, macht sich Curve extrem bemerkbar. Ich weiß, das glauben viele nicht, aber es ist ein entspannteres Bild. Es tut den Augen, wenn man lange hinguckt, nicht so doll weh und wirkt irgendwie natürlicher. Hat selbst meine Frau gesagt. Und die, warum muss ich den Curve denn in Zeit? Ist wieder so teuer, hast doch ihn. Und dann hat sie gesagt, oh ja, Farbe ist toll, aber ist auch angenehmer zu gucken, oder? Tut halt nicht so auf Dauer auf der Augen weh. So, dann haben wir den. Jetzt kommt der Tower. Und noch die Kartons vom... Wo ist denn hier oben? Unten da. Oh Gott. Ist aber nicht so schwer, wie ich gedacht habe. So. So. Boah, ich öle mir irgendwie. Ey, für Zeit das... Sommer ist ja gut und schön, aber wir haben ja noch nicht mal Sommer und jetzt sind hier über 30. Ich bin die Nacht auch wach geworden vor Hitze, weil ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Es waren im Schlafzimmer, alle Fenster waren hier offen, Türen waren offen, alles. Ventilator war an, es war knapp 30 Grad, 28 Grad oder so im Schlafzimmer. Das ist nicht auszuhalten. Was denn das? Ach so, meine E-Zigarette. So. Also verpackt hat mein Factory das echt gut. Muss ich echt sagen.
Windows habe ich mir ja schon gekauft, habe ich euch ja gesagt. Ach du Scheiße. Der ist doch schwerer. Ist nicht weiter drin. Oh. Oh, wow. Ach du Scheiße, ist das Ding schwer. So. Oh. Ich richte euch mal nach unten. So. Hoffentlich. So. Halt still, Kamera. So. Und zwar ist das mein neuer PC. Ich wollte eigentlich den anderen von Be Quiet, aber der war mir zu teuer. Der mit der Nummer größer und so. Der hätte gekostet 170 oder so, nur das Gehäuse. Und hier habe ich jetzt 70, 65, 79, irgendwas sowas in dem Dreh bezahlt. Das ist der Pure Base 600. Ich wollte eigentlich den 900 Pro. Der hat auch Licht drin gehabt, das sah richtig geil aus. Aber jetzt ist es der geworden. Ich habe mir auch viele Bewertungen angeguckt. Oh, Entschuldigung. Der soll richtig leise sein, richtig gut. Und deswegen ist es der geworden. Den werden wir jetzt auch auspacken. Den Bildschirm werden wir auch gleich noch auspacken. Ich wollte jetzt erstmal nur grob alles machen. Und Logitech deswegen, ich schwöre auf Logitech, die sind halt gut. Mein Headset, der G933 ist ja auch von Logitech und hammergeil verarbeitet. Ja. Wie kriege ich denn den raus? Boah. Das ist mit rausziehen ein bisschen schwer, Hase. Mal jetzt einfach so. Warum soll man sich das so schwer machen? Ich habe jetzt extra nicht so doll durchgeschnitten. Mein Messer habe ich nämlich letztens erst angeschärft. Das ist wieder scharf wie Sau. So. Oh Gott. Ich weiß ja nicht, wo ich den hier anpacken soll, ohne dass ich ihn kaputt mache. Meine Fresse, geh doch weg, du Sau! Ah. Sehr gut verpackt. Wirklich gut verpackt. Oh Gott. Ui. Ja, das ist er. Schön groß, aber was steht hier? Achtung! Transportsicherung im Gehäuse. Bitte vor dem Einschalten vorsichtig das Füllmaterial entfernen. Vor Inbetriebnahme 30 Minuten ruhen lassen. Finde ich gut. Das, also da muss ich echt sagen, haben sich Mindfactory schon mal einen Pluspunkt zusätzlich verdient, dass sie sowas auch vermerken. So. Füllmaterial im Gehäuse. Ach, da. Wir haben nämlich hier eine schöne Glasplatte hier vorne dran. Da müssen wir jetzt hier die Schrauben lösen. Das ist auch alles, habe ich mir durchgelesen, extra gelagert. Hier haben wir einfach nur so eine kleine Muttern sozusagen. Alles extra gelagert, damit auch keine Schwingungen vom PC da irgendwie übertragen werden können. So stand es jedenfalls da. Wir werden uns das angucken. Dann können wir die Glasscheibe hier rausnehmen. Oh Gott. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das Füllmaterial hier vernünftig rauskriegen, ohne den zu beschädigen.
Ach so, das haben sie richtig rumgespritzt oder eine Tüte rumgemacht und dann hier so drin gespritzt. So, da, hoppala. Jetzt könnt ihr mal reingucken. Ich werde mal versuchen, dass ich hier ein bisschen ranzoome. So, wir haben hier schön einen großen Ventilator drauf. Ich habe keine Wasserkühlung bewusst, weil der schon leise genug ist. Wasserkühlung anfällig ist, teilweise extra kostet. Und so habe ich alles, was ich hatte, eigentlich in den Tower gesteckt. Mit den einzelnen Sachen. Ich habe auch zwei Festplatten drin. Muss mal gucken. Hier sind irgendwo zwei Festplatten verbaut. Also eine sehe ich schon mal. Achso, die andere ist hier oben drin. Oh, die ist ja clean. Also wir haben einfach eine... Wartet, ich muss ein Stück rauszoomen. So. Wir haben hier einmal eine 3,5 Zoll Festplatte drin von, ich glaube, eine Western Digital, was wir da drin haben. Eine Blue, ja doch, sehe ich von hier aus eine Blue. Dann eine Samsung SSD Festplatte verbaut, damit sie halt schnell, damit er schnell startet. Die haben wir erst 250 GB gehabt, habe ich mich aber umentschieden für 500 GB, dass die wichtigsten Programme auch darauf können, dass wirklich die wichtigsten Programme auch schnell starten, wie Camtasia und das alles. Ich werde auch die normale Festplatte, werde ich auch noch splitten, von 4 GB in, werde ich mir 4 Terabyte meine ich, werde ich mir 1 Terabyte wegnehmen und den werde ich Programme nennen und oder Spiele oder so, und da kommen dann die Spiele rauf, die von Steam runterkommen, damit die nicht die SSD-Platte vollmüllen, sondern dass die halt auf einer normalen Festplatte sind. Das ist mir eigentlich egal. Wichtig ist halt die Bearbeitungsprogramme und Windows, dass das alles wirklich auf einer SSD ist, dass das schnell startet. Dann habe ich ein Blu-ray-Laufwerk drin mit Brenner, also DVD- und Blu-ray-Brenner. Dann habe ich ein Kartenleselaufwerk, oh Gott, Entschuldigung, Leute. Kartenleselaufwerk drin, Power haben wir hier oben. Hier haben wir noch zweimal separat USB 3.0. Dann Mikrofon, Kopfhörer haben wir vorne, Anknopf natürlich. Dann haben wir hier die 6 GB Grafikkarte drin. Die hat ordentlich Power, würde ich sagen. Werden wir uns mal überraschen lassen. Alles schön verbaut, sieht alles schön versteckt aus. Dann hier unten Dark Power von Be Quiet, der 1000 Watt Netzteil. Hier 80 plus Premium, 80 plus Platinum ist da drin. Weil ich habe gedacht, wenn ich jetzt was drin stecke, dann stecke ich ordentlich was drin, so viel wie ich kann, und bereite den schon vor auf das, was noch kommen könnte. Vielleicht noch eine zweite Grafikkarte, obwohl da wird der Platz dann knapp für. Durch das, das WLAN-Modul. Vielleicht dann doch mal einen größeren Tower mir holen oder so, wo dann mehr Platz ist, dass das dann noch ein Stück tiefer kann oder so. Müssen wir mal gucken. Der Lüfter ist automatisch bei AMD mit bei. Der ist so beleuchtet. Ich habe den Ryzen Generation 2 2700 Plus. Das heißt, der hat 8 mal 3,7 GHz und geht hoch bis 8 mal 4,35 GHz unter Volllast. Und dann kommen halt noch 8 virtuelle Kerne logischerweise dazu. Ich habe 2x Arbeitsspeicher von Corsair drin. Ich habe nochmal Platz irgendwo? Nö. Ich habe nur 2x Arbeitsspeicher. Nee, ich habe 4x. Aber wird ein bisschen knapp mitten. Also die haben sie so verbaut. Ich weiß nicht, ob die dicken Corsair, die ich drin habe, jetzt nochmal passen könnten. Aber na gut, könnten gerade so. Gerade so könnten noch 2 passen. Falls ich dann halt nochmal aufstocken will, habe ich halt noch Platz für 2 weitere. Alle 4 Bänke für Arbeitsspeicher sind ausgelegt. Bis 16 GB kann ich reinklatschen. Also kann ich noch 2x 16 GB machen. 2x 16 habe ich schon, sind laut Adam Riese 32 GB. Und ich könnte dann rein theoretisch hochkommen auf 64 GB. Zusätzlich habe ich dann halt noch zusätzliche Lüfter verbaut. Die dritte Generation, der Be Quiet Lüfter. Wartet mal. Seht ihr vielleicht hier? Nee, seht ihr nicht.
hier hinten. Da sind die Lüfter von. Warte mal, so. Könnt ihr so vielleicht ein bisschen besser sehen. Hier ist der Lüfter von Be Quiet. Einer davon. Und wie war denn das? Wie kann man das hier aufmachen mit dem. Hier oben. Nee, ich will die nicht kaputt machen. Hier kann man irgendwie das hier oben öffnen. Ich will aber nicht kaputt machen, ey. Irgendwie kann man es oben jedenfalls öffnen und dann sind da halt noch Lüfter. So, hier unten haben wir zwei. Wartet mal. So. Hier unten haben wir dann noch zwei Lüfter drin. Das ist auch, glaube ich, die dritte Generation. Ja, auch dritte Generation. Also haben wir hier praktisch vorne zwei. Da hinten ein, oben. Und warum ich mir den hier hochgepackt habe, dass ich euch das andere noch zeigen kann. Zusätzlich haben wir hier oben, hier auch nochmal im Deckel, zwei Be Quiet Lüfter. Das sind die 140er, so glaube ich, so ja. Ja, also hier unten 1, 2, 3, 4 140er und das ist glaube ich ein 120er. Also haben wir genug verbaut, dass es hier hoppala, ordentlich kühlen kann. Und das sollst du eigentlich hier oben abmachen können. So, sorry, meine Kamera ist gerade ausgegangen. Wir waren jedenfalls beim PC. Ich hatte das aufgemacht. Jetzt machen wir das wieder zu. So. Ist das auch richtig? Ja. Jetzt müssen wir unsere vier Schrauben nehmen. Schwitzt mir ein Wolf, Leute, glaubt ihr nicht. So, ich mach die auch nicht so fest, weil nach fest kommt ab. So, bin mal gespannt, wie laut er ist und wie schnell der denn startet. Wie gesagt, 30 Minuten steht drauf, sollen wir jetzt warten. Das werden wir natürlich logischerweise auch machen. Muss sowieso den Stromkabel noch raussuchen und so. Den Monitor müssen wir auch noch auspacken. Meine Frau ist auch schon gespannt auf den Monitor. Oh Gott, ist das eine. Die Boxen müssen wir auch noch auspacken. Das gucken wir uns alles an. So, aber wir brauchen ja jetzt hierfür noch mehr. Also nicht nur das, was jetzt da ist, sondern wir brauchen noch mehr. Ach, hier sind noch so ja, Ersatzschrauben drin. Wir brauchen, müssen uns aus der Packung einmal den Stromkabel nehmen. Den brauchen wir für den PC. Den lege ich mal hier oben rauf auf meine PlayStation. Dann müssen wir gucken, hier müsste noch mehr sein. Rein theoretisch. Ja, das sind alle Anschlüsse für zusätzliche Geräte, die man, also der ist halt wie gesagt ausgelegt für etliche Zusatzgeräte. Hier ist es nicht mit drin. Dark Power. Also wir können Dark Power hier an- und ausschalten irgendwie. Warum das nicht verbaut ist, weiß ich auch nicht. Muss ich mal nachfragen. So. Das ist, hier ist es nicht drin. Hier fehlt aber was. Was ist denn hier mit drin? So. Uns fehlt nämlich... Ah, hier das Plastikteil, die Antenne. Ah, hier, oder? Nee. Für die... Ah, hier. Das brauchen wir nämlich noch. Hier sind auch nochmal Ersatzschrauben. So, hier ist nämlich die Bluetooth- und der WLAN-Antenne. Die müssen wir nämlich auch noch anschrauben. Aber erst, wenn der PC steht, logischerweise. Haben wir sonst noch was, was wir hier brauchen? Nö, das nicht. Das ist alles Einzelzeug. Was ist das? Hier sind noch irgendwelche Clips drin. Von Be Quiet. Keine Ahnung. Aber ich glaube, die brauche ich nicht, weil das müsste eigentlich komplett sein. Hier ist das gleiche nochmal drin mit Schrauben. Ich denke mal, das von dem Lüfter. Oder von den Lüftern.
Brauchen wir nicht aufmachen, ist alle gleiche. Jetzt haben wir alles. Ah, Kartenleselaufwerk. So. Somit haben wir das jetzt. So. Jetzt räumen wir den mal kurz beiseite. Oh Gott. Also der ist schwerer, als ich gedacht habe und größer, als ich gedacht habe. Der ist wirklich nicht gerade ein kleiner Tower. Also kleiner, größer als ein normaler PC-Tower, würde ich jetzt sagen. Oder, Schatz? Weil es halt dieser, wie heißen die, Medi-Tower oder so, dass das auch mehr drin passt und so. Ey, meine Nachbarn werden sich freuen, was ich hier am Pappe heute wieder zusammenkriege. Da werden die sich freuen. Müllig wieder alles voll. So. Jetzt gucken wir uns den Bildschirm an. Ach. Oh Gott. Ah, hier ist die Anleitung. Da ist der An- und Ausschalter. Einmal Power on. Dann kann man nach unten machen, das Power Off, Menü und klicken. Jo, kenne ich von einem Kollegen. Dann haben wir hier CDs. Ah, hier haben wir auch einen Strom. Ist das ein Stromkabel? Ja, ist ein Stromadapter. Ein HDMI-Kabel ist definitiv mit bei. Das ist schon mal positiv. Was haben wir hier? Ach, hier, das ist der Stromadapter. Also soweit wie ja, für andere Steckdosen. Ja, dann wird dann halt hier der Adapter raufgemacht und dann. Das ist ja süß. Mit dem Netzteil. Naja. Dann haben wir hier einmal die Hälfte vom Standfuß. Dann die Platte. Wie gesagt, die hatten auch noch ihn, wo so gebogen war wie meiner. Also wie mein Fernseher, aber. Der hatte nur Energiestufe B und meine hat A+. Und wenn das die ganze Zeit läuft, will ich halt A+ haben. Und nur weil der Standfuß anders ist und der hat so ja B, kostet der 100, hat der 10 Euro oder 20 Euro mehr gekostet. Deswegen habe ich den so genommen. So. Machen wir nämlich, bevor wir den jetzt hier rausholen. Weil der liegt da schön gut drinne, da kann er nicht kaputt gehen. So. Dann machen wir das nämlich schon mal ran hier. So. Zack. Standfuß. Wir sollen das nicht halten da dran. Standfuß haben wir gemacht. Achso, das wird reingeklickt. Okay. So. Ach, hier ist auch eine Schraube hier unten drin, aber die wird dann so reingeschraubt. So. Vorsicht, muss ich so machen. So. Und dann haben wir hier unten eine Schraube. Die hat so eine Anhöhung, da können wir das automatisch gleich reinschrauben und brauchen keinen Schraubenzieher für. So. Jetzt können wir das hier rausheben. Und hier ist der neue Monitor. Hätte doch noch eine Nummer größer gekonnt, würde ich sagen. Das ist der neue Monitor. Wartet mal, ich muss euch was tiefer machen. Sonst seht ihr wieder nur Hälfte. Jetzt zoomt da ran hier. Der soll nicht zoomen. Nicht zoomen. Weg, zoomen. So, der hatte nämlich rangezoomt. So. Ich glaube, der hätte denn so ja doch noch ein 80er sein können. Aber mal gucken, wie es denn aussieht am PC-Tisch. Und hier ist er. Nee, der hat nicht A+, der hat nur A. 42 Kilowatt, 29 Watt, 68 Zentimeter, 27 Inch. So. Mehr ist nicht mit bei. Ich dachte, da ist ein DisplayPort-Kabel noch mit bei oder sowas. Ne,
Boah. Also rauskommen ist jetzt erstmal schwer bei mir hier. So, dann gucken wir uns das mal an. Wie gesagt, wir haben hier CD mit bei. Was ist da drauf? Manuell Input, also wird nur eine Bedienungsanleitung sein. Dann haben wir hier das praktisch einzeln verpackt. Ey, die verpackt nicht, Oma. Ey, ist doch nicht. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass sowas mit bei ist wie beim Handy oder so. Aber hier, wie gesagt, sind hier ganz kleine Löchlein. Und das kommt dann hier einfach ran. Müssen wir mal gucken, wie rum. Lirum, Larum, Löffelstiel. Doch so rum. So rum kommt das dann ran. Er hat dann auch geklickt und das ist dann halt für Strom. Dann haben wir den schon mal fertig. Und einmal ist ein, ja doch, ist ein HDMI. Ein HDMI-Kabel ist noch mit bei. Müssen wir gucken, ob das von der Länge reicht. Wenn nicht, habe ich neue noch da. Und Bedienungsanleitung brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, das auch darüber. So, dann kommt jetzt die Logitech. Das Logitech Soundsystem. Also Soundsystem, es ist ein 2.1 Soundsystem, aber reicht mir aus, weil ich sitze nur davor. Ich habe keine Möglichkeit, irgendwie dahinter oder so zu haben. Das habe ich hier. Ich habe 5.1, ich habe eine Soundbar, alle drum und dran. Für Fernseh, für PC brauche ich das nicht. Und habe auch ja keinen Platz, um das irgendwo hinzumachen. So. Oh ja, das ist, lobe ich mir bei Logitech. Oh, hier ist auch wieder alles. Super erklärt. Ich habe hier praktisch das Bild von dem Subwoofer mit dem Kabel. Dann die zwei Boxen. Und hier erklärt, wo was drankommt. Die Cinch, also Blau-Cinch, Schwarz-Cinch. Und wie an eine Spielekonsole rankommt, wie am PC rankommt mit Klinke. Das kommt auch mit Klinke, ja. Also eigentlich im Prinzip ganz einfach. Wir müssen mal angucken, ob es wirklich denn so einfach ist im Endeffekt. So. So, dann können wir Pappe. So, hier ist nämlich dieses Ding dran, was ich euch gesagt habe. Da haben wir hier so einen Klinken-Kopfhörer-Anschluss, also einen Klinkenanschluss für Kopfhörer. Und dann haben wir On-Off. Und hinten ist ein grünes Lichtchen oder vorne und dann können wir hier drehen, zu laut und leise. So, dann haben wir hier. Ist doch nicht. So, einmal ein Kopfhörer. Eine Box mit Kabel. Leichter als ich gedacht habe. Steht auch Logitech drauf. Da können wir erstmal hier hinter hinstellen. So. Pappe weg. Und die zweite Box auch hier hinter. Lass mal drin. Und hier ist der Subwoofer. So. Brauche auch nicht doll groß sein, brauche nicht bumsen bis zum geht nicht mehr, weil wie gesagt, ich benutze den PC für die Arbeit und abends zocken und wenn ich zocke, wegen Mikrofon und so will ich es ja sowieso laut machen. Oh Gott, werde ich mir logischerweise Kopfhörer aufsetzen. Und da Gaming-Kopfhörer. Deswegen hier nur so, hoppala, falsch rum, so eine kleine, süße Bassbox. Hier haben wir dann halt einen schwarzen Cinch für rechts, einen blauen Cinch für links. Input links, rechts, Cinch ist das. Dann haben wir hier noch so ein Klinkenkabel, das kommt ja hier raus, das geht dann direkt am PC. Wir haben auch noch Bass, dass wir den Bass anstellen können. Der ist jetzt auf Maxi, ich mach mal auf Bass normal, also mittig, zwischen Minimum und Maximum. Ja. Und das, oh Gott, jetzt ist mir mein Fuß eingeschlafen. Oh. So, und das ist, wie gesagt, jetzt mein neuer PC. Gleich werden wir noch ein Anschlussvideo machen.
Aber erstmal muss ich hier, denke ich mal, klar Schiff machen. Oder wir schließen erst an und ich mache dann klar Schiff. Ich schwitze. Alles anschließen, das wird auch noch mal ein bisschen dauern. Ich werde die Kamera rüberstellen und so. Und die Lampe von oben, die schmeißt natürlich auch ordentlich Hitze. Ich bin nur schon mal gespannt, wie es läuft. Einrichten werden wir dann auch alles. Ich hoffe, ihr freut euch für mich mit, so wie ich mich für mich freue. Da klingt jetzt doof, aber ich freue mich halt endlich einen vernünftigen PC. Ich kann Videos schneller bearbeiten. Ich brauche für ein 20-Minuten-Video, wenn ich irgendwas mache, keine 3 Stunden mehr. Warte mal, wie muss ich das jetzt drehen, dass es fest wird? Oh, das geht mir gerade auf den Sack hier. So. Ich brauche jetzt halt für ein 20-Minuten-Video keine 3 Stunden mehr. Das werden wir nachher testen. Das wird das erste Video sein, was ich damit rendere. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wir sehen uns gleich im Anschlussvideo. Ich bin nämlich im Arsch. Bis gleich, Leute.